Leute, ein absolut krasses Gerücht geht in Apex Legends rum und ich hoffe, es wird umgesetzt. Es wird zwar ein riesen Arschtritt für alle Fans von Arenas und Arena Ranked, aber Arenas würde dann wahrscheinlich festen Platz machen für eine Limited Time Modus Playlist. Heißt, Arenas komplett raus, eventuell für immer oder auf unbestimmte Zeit, müssen wir mal abwarten. Denn Arenas war ursprünglich auch ein Limited Time Modus, der so beliebt war, dass er dann fester Bestandteil wurde. Aber mittlerweile ist Arenas gar nicht mehr so beliebt. Kann ich jetzt nachvollziehen, ich spiele Arenas eigentlich so gut wie gar nicht. Aber ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren auslassen. Arenas, ja, nein, vielleicht. Wie gesagt, in einer Limited Time Modus Playlist, über die ich vor einigen Monaten schon mal geschrieben habe, soll es dann so sein, dass die fest für immer anwählbar ist. Und wir können dann in einer bestimmten Rotation sämtliche Spielmodi wieder zocken, die wir jemals in Apex Legends hatten. Alle Limited Time Modi, Gunrun, Kontrolle, was haben wir noch? Armed and Dangerous, Third Person und so weiter und so fort. Das sind über 20 Modi an der Zahl. Die Rotation wird natürlich da sein. Wir werden wahrscheinlich stündlich, täglich oder wöchentlich einen anderen Spielmodus haben. Wir werden nicht aus allen irgendwie wählen können und sagen, ich möchte jetzt diesen spielen und dann diesen und so weiter. Also es wird mit Sicherheit eine Rotation geben. Davon müssen wir auf jeden Fall fest ausgehen. Und ich gehe auch davon aus, dass das Shadow Royale Event und das Holobash Event fest zur Season kommt. Also wir werden zum Weihnachtsevent natürlich nur das Holobash Event spielen können und das Halloween Event wahrscheinlich auch nur zu Halloween. Das wird wahrscheinlich in der Rotation nicht mit drin sein. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn schon etwas Platz machen muss für eine Limited Time Modus Playlist, würde ich das auf jeden Fall ultra feiern und dann macht Arenas meiner Meinung nach zu Recht Platz. Wie gesagt, es wird natürlich auch heftige negative Kritik von allen geben, die Arenas extrem gerne spielen. Aber trotzdem, wenn es so sein muss, würde ich es auf jeden Fall extrem feiern. Eure Meinung jetzt in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall auf positive, zumindest zum größten Teil auf positive Resonanz treffen. Das war's von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.